Willkommen zurück zu einer neuen Folge Anmut 1800. Erste Aufgabe, die ich jetzt machen möchte, hier noch ein paar Ausstellungen ranbauen. Da bauen wir einmal hier eine Ausstellung ran und einmal hier eine Ausstellung ran. Dann bauen wir hier eine Ausstellung hin. Bauen hier eine Ausstellung hin. Hier und hier. So. Dann baue ich hier schon wieder so coole Wege, auch wenn ich weiß, dass das überhaupt nichts bringt. So. Aber es sieht einfach besser aus. Und dann kann ich hier nämlich schon Artefakte reinpacken. Ich habe natürlich nur Ammoniten bislang, aber es ist nicht so schlimm. Direkt schon wieder Aufmerksamkeit. Uiuiui. Aberglaube. Apostasie. Die Mannschaft muss gemeinsam einen Nenner finden. Glaube plus 3 oder Redebegabung plus 6%. Ich glaube nicht, dass was bringt. Macht alles nur noch schlimmer. Das war klar. Oh, minus 30%. Das ist heftig. Zack. Ein Schnaps trinken und dann geht das. Minus 30. Fast. Ja, minus 27% ist aber schon heftig. Ein Schiff ist... Oh nein, jetzt kommt das wieder 16 Mal. Madame Kahin hat einen Handel abgeschlossen. Ich guck mal hier, ne? Handelsübersicht habe ich ewig nicht mehr reingeguckt. 100, 100, 100. Das ist ja lächerlich, was die hier kaufen. Meine Güte. So, ich mach mal hier. Güldenes Einhorn, fahr mal bitte. Was ist da denn hier? Ihr Schiff ist von der Die steife Prise von Madame Kohina. Einmal beladen, bitte. Items. Hier. Kaufvertrag für die Insel Prosperity. Und jetzt fährst du bitte nach White Sands. Sozusagen nur ans andere Ufer. Nee, falsch. Hierhin musst du. Genau. Oh ja. White Sands hat sich nicht sonderlich viel weiterentwickelt. Hm. Prosperity gehört auch mir, da müsste ich eigentlich auch mal vorbeigucken. Ne? Von der Überfahrt zurückgekehrt. Also meine Münzen sind schon mal wieder sehr schön, das gefällt mir. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ach Gott, warum muss das jetzt unbedingt 16 Mal nochmal kommen? Guckt, Alter, das sieht aber schon geil aus, wenn so die ganze Flotte so verteilt hier wiederkommt. Alle mit demselben, das ist cool. Cool. So, wie sieht es eigentlich aus mit Rum? Paprika und Hopfen. Hopfen ist im Plus. Paprika ist weit im Plus. Verkaufe ich mal glatt ein bisschen was. Das ist auf so 100, denke ich, sollte ausreichen. Willst du nur tatenlos zusehen? Zack. So. Wie geht's weiter in der Story? Wir haben den Vertrag vorbeigebracht. Jetzt wird Edward wahrscheinlich zur Rechenschaft gezogen. Auf dem wird er gleich begraben auf demselben Friedhof. Ah, da sind ich und meine Schwester. Das soll ich sein. Was machst du hier in der Familiengruft, Edward? Willst du in Ruhe deinen Verrat genießen? Wovon redest du, mein Kind? Das hier ist ein Gespräch unter Brüdern, nicht mehr. Lügner. Ach, das ist Ahrend. Vom ersten Moment an wusste Der hat aber kurze Haare. Dass du nichts als Ärger machen würdest. Genug. Du hast Prosperity an die Perforia verkauft. Du hast Vaters Unterschrift gefälscht. Du hast ihn zum Tode verurteilt. Aber jetzt wartet dein Urteil, Onkel. Ich wusste, dass dieser Moment kommen würde. Ich sagte gerade zu eurem Vater... Ich werde nie an ihn heranreichen, selbst wenn ich alles dafür hergebe. Jetzt tu mal nicht so, du bist ein Arschloch. Er verstand nie den Schmerz meines Lebens in seinem Schatten. Auf einmal, wenn es dann eng wird, ne? Schmerz. Wahren Schmerz. Dann machen sie, tun sie mal so, als ob sie es wussten. Nicht mehr, als ich ohnehin schon habe. Was ist das jetzt? Die Pyrphoria sind Teufel. Der schreckliche Pakt, den ich mit ihnen schloss, ist außer Kontrolle. Als sie Samuel ermordeten, wurde mir klar, dass sie eines Tages auch mich holen würden. An dem Tag, an dem sie dieses sterbende Reich mit Feuer und Flamme überziehen. Wieder so ein lästiger Prophet des Untergangs, Archie. Wie Archie. Langweilig. Seht nur, Ihre Majestät. Anscheinend bin ich endlich Ihrer Aufmerksamkeit würdig. Wenn man sich scheiße verhält, dann kommt auch mal die Krone, ja. Nun, zumindest vorübergehend. Mr. Edward Good, es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, Sie werden bis zu Ihrem Prozess auf Bright Sands unter Hausarrest gestellt.
Ja. Warum nicht einfach einkerkern? Schuldig im Sinne der Anklage. Na, dann ist er ja relativ einfach erledigt. Onkel. Sieh nur, was du deiner Familie angetan hast. Aber direkt ein ganzes Polizeiquadron. Oder lassen Sie es bleiben. Angebot 24.000, nicht Angriffspakt, gerne. Ich wollte ihn verbinden, bin ich mit dir. Aber Edward leidet seit dem Tag, an dem sein Bruder starb. Ja, gut. Zum ersten Mal ergibt es Sinn, was Sie tun. Oh Gott, den würde ich gerne weiter ausbauen. Die Majestät befindet, dass Sie als Retter der neuen Welt diesen überaus bedeutenden Prozess selbst leiten sollten. Was? Ich kann doch nicht meinen eigenen Onkel verurteilen. Sobald er steht, wird euer Gerichtshof eine Ära des Friedens und des Wohlstands für das gesamte Königreich. Wählen Sie aus, Gerichtshof, Fundament. Ist das euer Ernst? Ihr Schiff ist von der Ihr habt das gerade mitten in meine Felder reingebaut. Das sind... Hä? Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Als ob das alle noch 72 sind. Und das so perfekt da reingepasst hat. Kannst du mir nicht erzählen. Kümmer dich nicht um mich. Ich bin Geschichte. Aber etwas sehr Böses lauert dort raus. Anforderung. Ah, 50 Stahlträger. Boah, Arbeitskraft. Pff, ist ja nix. Phase Beginn. So. Nicht eine seiner Ausflüchte wird meinen Zorn besänftigen. Jetzt wird hier erstmal ein Lagerhaus angebunden. Hier vorne haben wir eins. Und jetzt wird da das ganze Zeug hingebracht. Schließen Sie die erste Phase ab. Umschalten, um so mehr Arbeitskräfte vom selben Typ aus anderen Gebäuden zuzuweisen. Ja. Aber das macht ja keinen Sinn. Ich habe halt so oder so mehr als genug Arbeitskräfte dafür. Von daher ist das nicht so schlimm. Plus 6.800, meine Kreditbilanz 183.000. Passt mal auf. Admiral! Admiral! Alle Mann auf Gefechtsstation. Der Ausbruch, ungerechte Inhaftierung, Handel, Gefechtskunde, ja, plus 50%, ne, was soll ich machen? Wir müssen uns auf den Tag der Abrechnung vorbereiten. Edward war nie unser wahrer Feind. Ja, unser wahrer Feind kommt noch, aber trotzdem erstmal, bauen Sie Geschützschirm, Kanonenturm, habe ich schon einen, sehr schön, da wollte ich eh noch weiterbauen, danke, dass du mich dran erinnerst. Geschützstellung, Kanonenturm. Wo bauen wir den zweiten Kanonenturm hin? Ich würde sagen auf die andere Seite, also hier beim Anlegehafen, ne? Darf ich nicht falsch rumbauen, ne? Zack. Oder hier beim Reparaturen. Ne, komm, ich baue das hier hin. So. Und zwei Geschütze. Dankbarkeit für eure hervorragende Arbeit zur Erhaltung des Friedens auf unserem Kontinent zum Ausdruck bringen? Ja, gerne. Was kriege ich? Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Und ja, wo kann ich hier noch? Wenn da einer ist, kann dann baue ich hier auch noch einen. Oh, kann ich nicht. Jetzt fehlen mir echt 5 Kanonen wieder. Ich baue schon mal das Blueprint hin. Vergesse ich eh wieder, dass ich das mal gesetzt habe. Habe ich das Blueprint hier hinten? Ja, das habe ich schon mal abgerissen. Cool. Sehr schön. Wie lange brauchen die erste Phase hier? 100%. Kritische Produktivität 24. Hä? Verbleibende Zeit 10 Minuten braucht das Teil. Naja, naja. Wir schlingern ins Ungewisse. Schon wieder Aufmerksamkeit. Oh. Es sind halt 2 Expeditionen gleichzeitig. Stellen sich dem Berg ohne Karte. Der eigenen Spur zurückfolgen. So. Der Pfad ist leicht zu erkennen, doch er ist beschwerlich. Oh Gott, 50%! 50% abgezogen gleich. Wehe, es kommt nochmal sowas. Ich will nicht ein Linienschiff verlieren. Schon wieder. Dann wäre nicht das erste, ne? Das hast du dir mehr als verdient. Geschenk. Du bist so hilfsbereit. Was habe ich hier bekommen? Ich weiß halt immer nicht, was ich bekomme hier. Komisch. Justitia. Ja, kommen Sie, Geschützstellung. Habe ich leider noch nicht genug Kanonen, aber gleich hoffentlich. Ja, das wird alles. Das wird. Meine Flotte kommt hier langsam stückchenweise an. Sehr geil. Mit Piraten brauchen wir uns ja nicht mal rumschlagen. Ne? Das hat sich ja erledigt eigentlich. Aber dadurch, dass ich eben schon beide Piraten ausgemerzt habe, habe ich jetzt natürlich das Problem, dass ich eine deutlich geringere Flotte habe als vorher. Ne? Wie, der lebt noch. Wie, der ist noch da. Den habe ich doch ausgelöscht.
Also seine Pirateninsel, hat er noch eine? Was? Was? Warum ist der noch da, aber in Halo nicht? Ah, hier stimmt, hier konnte man auch sehen. Na gut, er ist mit allen im Krieg, jawohl. What? Der ist auch mit allen im Krieg? Ich sollte mich vielleicht doch nicht mit ihm verbünden, oder? Die Produktion wurde angehalten. Der Bau von Gerichtshof wurde, wieso? Wieso? Stand gespeichert. Wieso wurde es angehalten? Hä? Vielleicht nicht schnell genug die Sachen ranbekommen oder so. Der ist echt mit allen im Krieg, der Typ? Vom Stapel gelaufen. Außer mit mir, warum? Ich finde ihn eigentlich, ich finde das ganz witzig, mal mit einem anderen verbündet zu sein. Komm, kann er nicht mit ihr noch wenigstens hier? Ich weiß, dass die sich super vertragen und so, aber... Der ist halt, es sind halt die beiden wirklich miteinander, also die beiden hier. Mit ihm will ich aber nicht und die beiden auseinanderreißen kriege ich eh niemals hin, aber... So, Verträge... Allianz suchen kommen. Gewiss kann ich ein Freund sein. Perfekt. Bei 100 geht's. Bei 100 geht's locker. So. Ich bin Ihnen entgegengekommen, soweit ich konnte. Du, mit dir habe ich abgeschlossen schon. Ungerechtigkeit. Oh, minus 5, du Armer. Friedensvertrag ersuchen unmöglich. Hilfe. Ich habe deinem Verbündeten den Krieg erklärt. Was? Verzeih, ich wollte dich dann. Verbünden Sie sich mit Bente Jorgensen, Allianz mit beiden aufkündigen. Verbünden Sie sich mit. Hä? Oh. Ich muss mich jetzt echt für einen der beiden entscheiden? Ach du Scheiße. Oh Gott. Und drängt mich. Ich soll Maichen angreifen. Ich will halt Bente nicht angreifen. Das ist so Fakt. Ich will Bente eigentlich nicht angreifen. Ich will ihn angreifen, ihn aber nicht. Mit ihm will ich mich verbünden. Oh, scheiße. Ach, komm. Oh, scheiße. Wie Sie wollen. Oh, das tut weh. Ich erteile Ihnen gerne eine Lektion. Scheiße. Das war ein Fehler. Diese Kriegserklärung ist doch nur ein Scherz, oder? Minus 60. Seltsam, einen alten Herrn wie George. Sehr zu meinem Vorteil. Oh, scheiße, Alter. Ja, zu deinem Vorteil, Alter. Ich stehe jetzt mit allen im Krieg. Sie bekämpfen Fräulein Jorgensen? Ja, ich will ja nicht, aber ich... Fuck. Jetzt habe ich echt ein Problem. Jetzt kriege ich echt ein Problem. Oh Gott, nee, das hier der dabei. Den will ich nicht damit dabei haben. So... So, so und so. Bei den schicke ich erstmal zum Reparaturkran. Oh, 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 oh. Jetzt sollte ich mich wirklich mit der Produktion beeilen. Und da ich mehr als genug Geld habe, denke ich, Kanonen einkaufen. Du musst dich furchtbar fühlen. Ist wütend, dass sie eines ihrer Schiffe... Bietet ihn einen Friedensvertrag an. Angebot, Bezahlung 70.000, nehme ich gerne an. Der Beirat wird begeistert sein, dass die Waffen wieder schweigen. Jo. Mit ihr wollte ich eh nicht im Krieg sein. Haltung. Sehr schön, dann bin ich mit ihm auch schon ein bisschen, aber mit ihm werde ich wahrscheinlich immer noch im Krieg stehen, ne? So, du bitte auch mal ganz kurz zum Reparaturkran, dann kannst du schon mal dahin. Neue Befehle. Das sollte ja relativ... schnell repariert sein, oder? Ja, perfekt. Der Krieg ist vorbei! Rivalen in Übersee haben einen Friedensvertrag besiegelt. Vielleicht kann diese große Geste der Beginn einer Zukunft des Friedens und Fortschritts sein. Der Krieg hatte halt nie wirklich richtig begonnen. Nur auf dem Papier. Bauen Sie Geschützstellung. Also, habe ich jetzt schon das hier? Ja, ich will einkaufen, ganz viele. Jetzt kommt wahrscheinlich wirklich einer an, der mir so viel verkauft, dann bin ich pleite. Naja, ist egal. 298.000, weil ich kurz mal den Krieg erklärt hatte. Ja, das ist in Ordnung. Kann man mal machen. Oh Gott, jetzt kommt hier... Jetzt kommt hier eine Fregatte an, die schwer beschädigt ist. Und hier kommt noch... Ah ne, das ist mein Schooner. Okay. Stadtfest in Ditchwater steht kurz vor dem Ende. Schade. Was wollte ich denn jetzt? Was wollte ich denn jetzt wieder? Eine Geschützstellung wollte ich bauen. Eine Geschützstellung wollte ich bauen. Die setze ich mal dahin.
Oh ne, warte mal, die habe ich ja hier schon. So, zack, bauen. Dann ist das nämlich gesetzt. Schließen die erste Phase des Gerichtshofs ab. Ist im Bau, geht gut voran. Der wird repariert. So. Jetzt wird es ein bisschen kniffelig, sag ich mal. Also, ich brauche eine Universität. Die kann ich theoretisch hier einfach hinbauen irgendwo. Oh, die hat eine große Reichweite. Die würde ich dann hier hinbauen gerne. Hier hin, ja. Dahin. Dann würde ich sagen, ich reiße mal hier 6 ab. Und setze die... Oh, direkt falsch platziert. Die dahin. So. Zack. Und die Universität dahin. Die Straßen sind wieder sicher. Und Universität, zack, vollständig erfüllt. So soll das sein. Da geht die Kreditbilanz gleich und noch ein Stück weiter höher, auch wenn ich schon mal 300.000 bin. Konkurrenten haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. Leon von Marching und Bente haben ein Friedensabkommen. Ja, geht doch. Geht doch, meine Lieben. Es geht doch, wenn ihr wollt. So, einschmeicheln. So eine nette Überraschung. Geschenk anbieten. Alle Einnahmen fließen direkt in die Stiftung. Ja, dann, dann hier. Du musst dich nicht unter Wert verkaufen. Einschmeicheln. Oh, ja. Ich habe wirklich ein bisschen. Direkt auf 53 wieder. Verträge. Handelsrecht ersuchen. Ist leicht erhöht. Meine Berater hätten da wieder mal eine Forderung 1400. Sie verkauft sich halt unter Wert. Sie will das alles in ihre Stiftung stecken. Ich würde ihr auch 100.000 nicht geben, aber 50.000, 70.000 würde ich ihr locker geben dafür. Du wirst dem Beirat als wichtiger Handel. Nun, Chapeau. Gefällt Ihnen, dass Sie mit Benton. Ja. Ja. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Ah, ein Lauf, La Isla wieder. Muss ich mit ihm hier noch? Ja, komm, einschmeicheln. Was für ein kriecherischer Wicht Sie doch sind. Komm. Verknöcherter Knauserich. Das hat anscheinend nichts gebracht, naja. Die Feierlichkeiten sind beendet. Solange der Friedensvertrag mit ihm hält, ist mir das egal. Siehst du, ich stapp schon wieder auf der Stelle und guck die ganze Zeit. Das dürfte jetzt hier nicht mehr allzu lange dauern. 44 Sekunden noch. Perfekt. So, dann brauchen die halt noch diese Mäntel. Und dazu brauchte ich jetzt nämlich noch das Zeug aus dem aus der neuen Welt. Baumwollweberei. Baumwollplantage und Baumwollweberei. Und die brauche ich halt aus der neuen Welt. Was mache ich dazu? Oh Gott, meine Kreditbilanz sinkt ziemlich. Naja, solange sie im Plus bleibt. Also Kanonen scheint keiner zu verkaufen wollen, zumindest nicht kurzfristig. Mit Abschaum zu arbeiten. Nee. Sich aber nur vor Gott und der Königin zu verantworten. Wie viele können das schon? Mein Eisen ist immer noch steigend. Wenn auch nicht ganz voll. Bedeutet, es ist nicht sehr viel steigend. Nimm zu, plus 1, oha. Minus 3, ja gut, pass auf. Ich baue eine weitere Kanonenfabrik. Und zwar dahin. Oder dahin? Ich baue sie hier. So, zack. Eine weitere Kanonenfabrik. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich hoffe. Gut, dann Baumwolle. Dazu gehen wir einmal Weltkarte, die neue Welt. Und hier haben wir La Isla. Dann bauen wir hier mal... Ich habe ja jetzt die Dings da hier auch übernommen, die andere Insel. Also ich sollte mal vielleicht gucken, dass ich das auch da bauen könnte. Kann ich überhaupt Baumwolle bauen? Das ist die Frage. Oder ist das ein Vorkommen, weißt? Zack. Ja, ich kann es nämlich nur hier bauen, auf Prosperity. Die hat nämlich eine Baumwollfruchtbarkeit. Was ist das denn? Wir müssen flink sein. Flaggschiff. 1000. Natürlich. Dann danke für das Flaggschiff. Achso, warte mal, guck mal. Die alte Welt. Da hat mir der... Man sieht, er hier. Allen geht es schon viel besser. Fregatte. Geh mal weg. Ihre Majestät. Was ist das? Die Epidemie wurde Fregatte. Besiegt. Ah, das ist hier... Jedwede Unterstützung. Ja, 13.000, die brauche ich gerade nicht. Ich habe noch, ich habe 300.000. Ist mir egal. Nicht doch, verschwenden Sie nicht anderer Leuts Zeit.
Neue Welt. So, dann bauen wir hier mal ganz kurz eine Straße erstmal. Die ziehe ich erstmal komplett durch. Ich kann mittlerweile ja auch Ölquellen bauen, ne? Ach, hier nicht, aber in der anderen Welt zumindest, glaube ich. Nee, doch, doch. Müsste ich hier bauen können. Hier. Ölraffinerie. Hä? Okay, ich kann anscheinend noch keine Ölquelle bauen. Bohrturm bräuchte ich dazu. Hm, egal. Ich brauche erst einmal einen Markt. Den baue ich hier unten hin. Dann baue ich hier schon mal Häuser dazu. Zack. Und... zu wenig Holz. Da kann ich aber Abhilfe schaffen. Jetzt habe ich hier natürlich wirklich bloß nur ein Schiff. So, was haben wir hier denn für einen kleinen Auftrag? Wenn wir die Spitze erreichen, das Leben Lieferaufgabe. Versorgen Sie Einwohner 14 gebackene Kartoffeln. Das sollte ja sich wieder gleich von alleine erledigen, hoffe ich. Ist es erledigt? Jo, ist erledigt. Bitte, danke. Sie enttäuschen mich nicht. Bitte, danke, gerne. Was habe ich bekommen? Rathaus, Warenabgabe, Verminderungsver... Warenabgabeverminderungsverordnung, ey. Das funktioniert auch bloß in der deutschen Version, oder? Warenabgabeverminderungsverordnung. Geil. Ah, schön. So, gehen wir hier mal nach Prosperity zurück. Oh, die haben ja alle noch keine Straße. Da muss ich mal ganz kurz was machen. Bauen wir mal eine Straße hier hin. Zack. Ich setze dann aber wenigstens schon mal Blueprints hier. So. Alles ja okay. Ein Schiff wurde zerstört. Was? Wo? Was? Wo? Was? Was? Ich muss meine Seele. Was? Was war das für ein Schiff? Ich sollte dringend dafür sorgen, dass dieser verdammte Dings wieder einschmeicheln. Schön, dass wenigstens eine Person an das glaubt, was ich zu schaffen versuche. Ja, dann kriegst du auch gleich noch ein Geschenk von mir. So, um einen unmöglich und oh, geil. Das wow, super. Kann ich denn hier... Ja, gut, einen Quest würde er mir auch nicht geben. Ich glaube, solange ich mit dem... Ich kann bloß mit einem von beiden Allianz haben. Der wird niemals... Okay, das könnte sogar noch klappen. Mit ihm... Nein. Aber mit ihm könnte es vielleicht sogar noch klappen, wenn ich es wirklich schaffe. Ah, nee, der ist ja mit Malchen im Krieg. Von? Ach, vom Konkurrenten wird belagert. Aha. Er greift ihn hier an. Mhm. Ja, das könnte man halt auch machen. So eine Insel einfach mal angreifen, ne, um die Wirtschaftsmacht von denen ordentlich zu schwächen. Aber meine Flotte ist ja jetzt in der anderen Welt. Mal gucken. Und meine Fregatte ist gerade hier. Mein Flaggschiff. Du lädst bitte einmal dich komplett voll mit Holz. Ach, komm mal, nicht ganz voll mit Holz. Nimm mal 50 Steine mit. Als Startkapital. Und dann fahr wieder hier rüber. Kann ich auf Prosperity hier nämlich. Aber fahr, wenn möglich, nicht. Ob Bente kannst du über den Weg fahren, aber nicht hier den anderen, ne? Aber ich könnte ja auch einfach schon mal hier Holzproduktion aufbauen. Ne? Dann könnten die sich ja auch selber versorgen. So, bauen wir hier mal eins hin und, ja, und da eins hin und da eins hin. Die verbinde ich alle mit einer Straße. Straßen schränken zum Glück die Produktivität nicht ein. Das ist gut. Könnte ich jetzt komplett mit Straßen zubauen? Nein, das würde doch bestimmt einschränken, oder? Lagerhaus kann ich nicht bauen, aber das Flaggschiff ist gleich da, oder? Quatsch, das Flaggschiff ist jetzt hier gleich. Hä? Achso, nee, ist ja hier gerade losgefahren. Ah, ich bin verwirrt. So, die alte Welt. Ich bin immer noch bei plus 3800, sehr schön. Münzen 307.000. Es läuft sehr gut. Und hier hat man wenigstens keine Begrenzung, solange ich das sehe hier. Oder soweit ich das sehe. Das ist super. So, Phase abschließen. Ich denke, wir haben genug Vertrauen zu Isabel aufgebaut, um sie als Zeugin zuzulassen. Phase beginnen. Natürlich stehe ich als Zeuge zur Verfügung. Nach all dem, was du für uns getan hast. Das ist sehr schön, Isabel. Ich danke dir. Was ist das denn? Tut mir leid, dass du all das durchmachen musstest, um Gerechtigkeit zu erfahren. Also,
was mir so gerade auffällt, ne? Es ist, sag ich mal, die Sonne. Die Sonne, die ist offensichtlich da. Da ist die Sonne. Aus der Richtung kommt sie. Gespeichert. So, dann gehe ich mal hier, ne, hier hin. Erstens, der Schatten ist dann falsch. Zweitens, warum dreht sich der Schatten mit der Kamera? Die Sonne dreht sich doch nicht mit. Ist mir gerade so aufgefallen. Aber es ist unwichtig. Wählen Sie in der neuen Welt aus, Prosperity Handelsposten. Ja, meinetwegen. Was haben wir denn hier? Wir können dir nicht genug dafür danken, dass du diesen Krieg verhindert hast. Ja, das war's jetzt. Oh, Schiff kommt gerade an. Perfekt. Lass so, mich dir helfen. Einmal bitte ausladen. Ich weiß, dass ich etwas bewirken kann. So. Und dann hier einmal die Blueprints upgraden. Also ich müsste dann natürlich hier auch noch... Warte mal, erstmal ein Lagerhaus bauen. Das baue ich mal dahin. Dann baue ich... 1, 2, 3 Holz, 3 Segeldinger, Mühlen, Segelwerke, genau, wollte ich sagen. Und dann baue ich hier mal noch mehr Gebäude. Warum hat er die jetzt nicht gebaut? So, so. Da ziehe ich natürlich auch überall Straßen lang. So. Und das sollte... immer noch minus 26. Ah. Dann baue ich hier mal noch eine Feuerwehr hin. Zack. 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 Ich dann... Ja, was mache ich denn da? Ich baue einfach noch mehr. Also in der Hoffnung, dass das dann ausreicht bald. Aber die müssen natürlich ihre Bedürfnisse auch befriedigt bekommen. Das heißt, ich muss hier auch Fischölfabriken und so bauen. Und dann machen wir mal 30, 30, 30. Perfekt. Davon machen wir 2, bauen dann hier eine Straße lang, bauen dann noch 2 Bananenplantagen, zack und zack. Hier setzen wir die Felder ran. So, hier muss natürlich noch ein bisschen, oh Gott, noch ein bisschen mehr. So, zack. Und hier wird das auch schön zugebaut. So, und dann kommen hier natürlich noch 2 von den Küchen. Die heißen einfach bloß Küche, okay. Und ein Lagerhaus geht nicht, aber zum Glück habe ich hier noch ein bisschen Holz drauf. So. Und mit dem Holz kann ich dann noch ein weiteres Lagerhaus bauen. Eine Epidemie breitet sich aus. In Ditchwater. Ach du Scheiße. Ein Krankheitsherd. Und sie scheinen sein Ausgangspunkt zu sein. Ja, es tut mir leid. Das wollte ich nicht, um ehrlich zu sein. So, ich reiße hier mal die Abriss unmöglich. Oh Scheiße. Dann reiße ich mal die ab und baue das Hospital da rein. Und setze da dann, zack, so. So, jetzt muss ich hier natürlich eben wieder warten. Ja, hier hatte ich noch keine Epidemie bislang. Da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass es hier überhaupt passieren könnte. Na, mal gucken. So, hier müssten wir jetzt natürlich auch zu wenig Farmer haben. Das ist natürlich wirklich uncool. Das ist natürlich wirklich uncool. Wenn ich hier einfach noch einige dazu baue erstmal. So. So, ich habe mehr als genug Holz, fast 500 Holz. Da kann ich locker mal ein paar Farmer dazu bauen. Das Problem ist, dass die Bedürfnisse dadurch halt, oder von denen natürlich auch immer befriedigt sein müssen. Und das ist dann halt wirklich schwierig, da noch dafür zu sorgen, dass alle Bedürfnisse befriedigt sind. Das ist dann schon ein bisschen komplizierter. So. Aber die Kreditbilanz steigt dadurch natürlich erstmal wieder ein bisschen. Jedem Feld ja. Auch ein bisschen und ja, ja, ja. Kleidung, das war klar. Kleidung, dass Kleidung irgendwann mal wieder ausgehen wird. Da muss ich mal dafür sorgen. 30 und 30, das ist alles noch relativ easy. Da haben wir ein Lagerhaus. Da bauen wir hier einfach mal noch welche dazu. Ah, das wird hier auch schon knapp. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Das ist super. Apropos, ich könnte hier auch mal wieder Linienschiff. Ich habe einfach zu wenig Kanonen. Wo kann ich denn irgendwo Kanonen herkriegen? Geht das? Admiral. Hä? Hat sich verringert.
Angriffsgeschwindigkeit plus 5%. Das ist jetzt mein neuer Admiral, oder was? Nee. Ach so, weil ich Admiral bin, oder wie? Oder was? Oder was? Oder wie? Warum? Hä? Hm? Oh. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. So, Clipper. Wie sieht denn das mit Rum hier aus? Boah, sehr schön. Es ist genug Rum da. Das ist grandios. Super, mega dupi. Von mir aus freigegeben. Ja, da gucken wir erstmal rauf, ne? Haben wir begonnen, sie unseren Meister zu nennen. Brotknappheit. Oh Gott, da muss ich auch mal. Ah, lektorieren, unbedingt lektorieren. Plus 15, plus 15. Ich habe Sodbrennen. Plus. Ja, ja. Hey, nee, plus 15. Ha. Dichterische Freiheit. Hm. Dann machen wir hier mal noch Verbrauch der Bedürfnisse minus 15%. Könnte man ja auch mal machen, oder? Nee, mehr Steuereinnahmen. Veröffentlichen. Natürlich wissen Sie, plus 3400. Sonst hätte ich jetzt auch wesentlich weniger, weil ich habe ja beim letzten Mal schon plus 15 und plus 10 Steuereinnahmen gehabt. Deswegen hätte es sonst ein bisschen knapp werden können, sag ich mal. Plus 28. Erledigt. Ja, ja. So, hier die Epidemie könnte jetzt langsam aber auch mal, ne, behoben werden. Das wäre ganz cool. Schule. Oh, das ist sehr schlecht. Das ist sehr schlecht, dass sogar in der Schule die Epidemie ist. Das machen wir mal. Oh Gott, jetzt fehlen mir echt Arbeiter. Was ist denn los jetzt hier? Arbeiter, Arbeiter, steigen, Bauern, steigen. Steigt alles. Warum habe ich denn jetzt so unglaublich viel weniger Arbeiter auf einmal? Also erstmal muss ich hier noch zwei dazu bauen, ne? Das hatte ich vergessen oder noch nicht gemacht einfach. Das ist jetzt scheiße. Meine Kleinen. Uah. Fröhliche Bauern, das sind keine fröhlichen Bauern. Das ist eine Krankheit in der Umgebung. Und die breitet sich verdammt schnell aus. Ich kann erst in 55 Sekunden wieder neu mobilisieren. Oh, scheiße. Wie sieht's hier aus? Was fehlt denn da? 100%, sehr schön. 4 Minuten noch. Naja. Gut, ich hoffe mal. Liegen jetzt hier auch kranke Menschen? Guck mal, warte mal. Ja, guck mal ganz kurz. Boah. Boah. Oha. Oh, Alter. Ja, okay, man sieht, dass hier Krankheit herrschen. Warum auch immer die Krankheitserreger aus dem Schornstein kommen, aber vielleicht war das früher so. Ist er tot? Nee, lebt noch. Aber liegt im Kopfkissen. Alter. Was ist das für eine jämmerliche Kreatur auf dem Wappen? Was? Also das ist ein Falke, du Blödmann. Aber... Ja, das ist schon, wenn man so durch die Stadt geht, ne? Das sieht echt, das sieht so... So, ich fühle mich also jetzt gerade wirklich so... Alter. Also wenn ich mit in der Stadt drin wäre und hier einfach pures Chaos ist. Alles hustet so wie im Mittelalter, so. Gut, das ist... Ja. Geh lieber ins Haus, mein Lieber. Hier draußen sind alle krank. gut, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Mir hat super Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Gebt ein Like dafür, damit unsere Bewohner wieder gesund werden. Wenn ihr das nicht tut, dann bleiben sie für immer krank. Ihr müsst den Like-Button. ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert gerne den Kanal, um keine weiteren anderen Folgen mehr zu verpassen. Es nicht zu verpassen, wenn unsere Bevölkerung vielleicht irgendwann wieder geheilt wird von diesen netten, dicken Ärzten mit Zylinder. Und bis dahin erstmal, ciao.